In diesem Video zeige ich dir, wo du das dritte Setteil von Tal Rasha her bekommst. Das ist ein Amulett und heißt Tal Rashas Urteil. Du bekommst von dem Amulett +2 zu allen Zauberen Fertigkeiten. Das ist extrem, extrem gut. Dann bekommst du 3 bis 32 Blitzschaden, +50 zu Leben, +42 zu Mana. Das sind richtig geile Werte. Und du bekommst Blitzwiderstand +33%. Sobald du 3 Setteile von Tal Rasha anhast, also angezogen hast, zum Beispiel den Helm, das Amulett und den Gürtel, dann bekommst du +10 zur Lebensregeneration und +65 bessere Chance, magische Gegenstände zu erhalten. Du startest die Lobby auf dem Schwierigkeitsgrad Albtraum, auf dem zweiten Schwierigkeitsgrad, begibst dich in den ersten Akt, gehst zum Waypoint, also zum WP und gehst zu den Katakomben Ebene 2. Falls du die vorherigen Videos gesehen hast von den Item Guides, dann denke ich mal, fällt dir auf oder du merkst, dass man viele verschiedene Gegenstände bei der Andarion farmen kann. Also sie droppt viele verschiedene Gegenstände, geile Gegenstände. Vor allem auf Albtraum. Also das ist echt, echt geil gemacht. Oh, Säulrune. Cool. Ja, Andarion droppt den Gegenstand. Ich kann dir als Tipp geben, wenn du allgemein Bosse farmst, dann achte darauf, dass dein Magic Find sehr hoch ist. So 200 bis 300%. Ich bin bei 307%. Also das ist ein richtig, richtig guter Bonus. Da bist du dann safe in diesem Bereich. Bei 200, 300%. Mehr brauchst du nicht, um mal Gegenstände zu farmen. Geile Gegenstände. So, rennst hier rein. Tötest erstmal alle im Umkreis, damit die dich nicht stören beim Kampf gegen Andariel. Zu Andariel kann ich noch sagen, sie arbeitet mit Giftschaden. Also sie tut entweder einen Schuss spucken oder macht einen Streuschuss oder geht natürlich auch im Nahkampf auf dich los. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Farmen. Unten in der Videobeschreibung findest du 3 Playlists. Einmal Runenwörter, dann die Erfolge und die Item Farm Guides. Ja! Ja! Oh!